Nach dem Tripleheader ist vor dem Doppelpack. Am kommenden Wochenende kehrt die Formel 1 zurück nach Deutschland. Was bringt das Heimrennen für Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg? Wir werfen einen Blick auf die 5 heißesten Brennpunkte vor dem Deutschland-Grand Prix. Gelingt Vettel sein erster Sieg in Hockenheim? 2013 erzielte Sebastian Vettel seinen bislang einzigen Heimsieg auf dem Nürburgring. Aber vor seiner Haustür in Hockenheim hat der Heppenheimer noch nie gewonnen. Gelingt ihm in diesem Jahr der ersehnte Triumph im Motodrom? Ja, Sebastian Vettel, 51 Mal stand er in der Formel 1 schon ganz oben auf dem Treppchen. In Deutschland erst ein einziges Mal, 2013 auf dem Nürburgring. In Hockenheim die Statistik, die sieht nicht so schön aus. Einmal nur Podest, zweiter war es, 2010 im Red Bull. Aber sonst eigentlich der eigentliche Heim-Grand Prix von Sebastian Vettel, wenn man so will, ist ja in Heppenheim nur 50 Kilometer vom Hockenheimring entfernt aufgewachsen. Den hat er noch nicht gewonnen. 2018 die Chancen eigentlich besser als je zuvor, wenn man ehrlich ist. Der Red Bull, der war in Hockenheim nie so eine Granate. Abgesehen davon durfte er eh nur alle 2 Jahre ran mit der Rotation mit dem Nürburgring. Jetzt mit dem Ferrari, den er hat dieses Jahr, ist mit Abstand das beste Auto, was die Scuderia ihm bisher hingestellt hat, seit er 2015 zum Team gewechselt ist. Und ja, so ein Vettel-Heimsieg in Hockenheim, wenn nicht jetzt, wann dann? Holt Hülkenberg sein erstes Podium beim Heimrennen? 145 Formel-1-Rennen und noch kein einziger Podestplatz. Endet die Wartezeit von Nico Hülkenberg ausgerechnet bei seinem Heimrennen? Die Konkurrenz ist groß. 3 Top-Teams vor sich und wechselnde Verfolger im Nacken. So stehen Nikos Chancen in Hockenheim. Ja, neben Sebastian Vettel hält dieses Jahr dann noch Nico Hülkenberg die Fahne der Deutschen hoch beim Heimrennen in Hockenheim. Vor 8 Jahren, 2010, sah das ein bisschen anders aus. Da hatten wir 5 Deutsche im Starterfeld. Michael Schumacher, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg und Timo Glock. So, jetzt habe ich sie alle zusammen. Später kam auch noch Nick Heidfeld dazu. Der ist aber in Hockenheim nicht gefahren. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall noch die beiden. Ja, und der eine, der hat sogar Siegchancen. Der andere ist jetzt seit 145 Rennen in der Formel 1 immer noch ohne Podium. Ja, und Nico Hülkenberg, dieses befreiende erste Edelmetall in der Formel 1, das soll jetzt irgendwann mal kommen. Der Renault aber auch dieses Jahr leider nicht gut genug. Mehr als 6., 7. Plätze sind da eigentlich im Normalfall nicht drin. Tja, also wenn es da klappen soll am Hockenheimring mit dem ersten Podest, dann müsste schon ein richtiges Favoritensterben vorne geschehen. Und außerdem müsste sich Hülkenberg auch noch gegen das sehr starke Mittelfeld durchsetzen, wo auch so Podium-Abonnenten wie Sergio Perez rumfahren. Also für den Hulk eine schwierige Aufgabe, aber wir wünschen es ihm natürlich alle. Schlägt Mercedes nach der Pechsträhne zurück? Defekte, Fehler und Kollisionen. Der erste Tripleheader in der Geschichte der Formel 1 brachte Mercedes nur wenig Glück. Finden die Silberpfeile in Hockenheim zurück auf die Siegerstraße? Ja, Heimrennen die zweite für Mercedes, wenn man so will. Die ganze Truppe ja stationiert in UK, hat zuletzt dann in Silverstone quasi schon Heimrennen. Jetzt dann für die Marke Mercedes das Heimrennen auf dem Hockenheimring. Auch lokal ein richtiges Heimrennen, weil Stuttgart ist ja auch nicht so weit. Von daher Mercedes schon da zu Hause am Hockenheimring. Tja, und die wollen natürlich zurückschlagen nach der Pechsträhne beim Tripleheader. Es hat ja so gar nicht geklappt bei Mercedes. Der Doppelausfall in Österreich, der steckt immer noch in den Knochen. Dann in Silverstone, Hamilton, wenn man so will, des Sieges beraubt durch diese Startkollision. Aber man ist mit 2 blauen Augen davon gekommen, wenn man so will. Sowohl in der Konstrukteurs- als auch in der Fahrer-WM ist der Abstand auf Vettel bzw. Ferrari nicht so groß. Also mit dem Top-Resultat in Hockenheim könnte man das schnell wieder drehen, von Silberpfeil-Seite her. Und wenn man auf die Statistik schaut, die letzten Jahre, wo in Hockenheim gefahren wurde, da war Mercedes eigentlich mehr oder weniger unschlagbar. 2014, 2016 wurde er gefahren, 2015 war ja auch schon ein Jahr Pause. 2014 hat Rosberg gewonnen, 2016 Hamilton. Also in der Hybrid-Ära Mercedes noch ungeschlagen, wenn man so will, auf dem Hockenheimring. Und auch wenn das Reglement sich geändert hat 2017, wenn die Vorzeichen etwas andere sind dieses Jahr, Mercedes trotzdem noch der Favorit auf dem Hockenheimring. Knallt es wieder nach dem Start? Sowohl in Le Castellet als auch in Silverstone krachte es zuletzt direkt nach dem Start. Mit Ferrari und Mercedes waren beide Male Top-Teams involviert. Gibt es im Motodrom wieder Schrott auf Runde 1? Ja, die Saison 2018, die ist hart umkämpft. Sowohl an der Spitze zwischen Mercedes und Ferrari als auch im Mittelfeld zwischen Force India, Renault, Haas, McLaren. Da geht richtig die Post ab. Das hat 2 Gründe. Zum einen ist einfach das Kräfteverhältnis ausgeglichener. Die Teams sind näher zusammengerückt, also wird härter gekämpft für die Position. Man fährt enger zusammen. Und was natürlich auch enorm wichtig ist, in der Saison 2018 bzw. mit dem neuen Formel-1-Reglement, was wir haben seit letztem Jahr, Track Position, also quasi in der ersten Runde irgendwo eine richtig gute Position rausfahren. Denn überholen ist schwer, was die Strategien angeht. Pirelli, da gibt es meistens nur Ein-Stop-Strategien mit den Reifen. Das heißt, auch da sind die Möglichkeiten begrenzt, einen Platz gut zu machen. Ja, und so ist das Hauen und Stechen in der ersten Kurve schon ziemlich rabiat dieses Jahr zwischen den 20 Fahrern. Zuletzt hat es geknallt in Frankreich, auch in Silverstone hat es geknallt.
Es passiert sowohl vorne als auch im hinteren Feld, eigentlich überall ist da die Gefahr groß. Und der Hockenheimring, die Nordkurve, die erste Kurve, die bietet eigentlich seit jeher so ein Gefahrenpotenzial. Da hat es immer schon geknallt. Das ist ein ziemlich schnelles Nadelöhr, was die Piloten da erwartet. Die Auslaufzone ist relativ breit. Die lädt dann auch dazu ein, dass man immer irgendwo reinhält, weil man denkt, okay, da ist genug Platz. 2014 hat Magnussen den Felipe Massa da aufs Dach gelegt, wenn man so will. Er hat sich da überschlagen nach einer Berührung. Also das ist eine ganz heikle Angelegenheit in Hockenheim. Und da muss man auch dieses Jahr aufpassen, zumal die Autos ja dann jetzt auch breiter sind das erste Mal in Hockenheim. Fahren wir ja mit dem Reglement von 2017, ist dieses Jahr zum ersten Mal. Dementsprechend noch weniger Platz für die Autos, für die Fahrer. Und da muss man auf jeden Fall darauf achten, ob das alles gut geht. Wie sieht die Zukunft des Deutschland-Grand Prix aus? Sebastian Vettel reist als WM-Führender zu seinem Heimrennen. Der Kartenvorverkauf verlief ermutigend. Und dennoch gibt es Zukunftsängste. Wie geht es mit der Formel 1 in Deutschland weiter? Das Comeback des Hockenheimrings für 2018, das scheint erstmal wieder nur eine einmalige Angelegenheit zu sein. So schade es auch ist, der Hockenheimring hat selber schon gesagt, die Verhandlungen, die da jetzt vonstatten gehen, die sind schon für 2020. Für 2019 ist man mehr oder weniger raus, wenn da jetzt nicht irgendwas Unvorhersehbares passiert, irgendein Großinvestor, irgendwer einsteigt, der den Grand Prix da halten will, der das finanzielle Risiko mitträgt, werden wir 2019 zumindest in Hockenheim kein Deutschland-Grand Prix haben. Der Vorverkauf dafür dieses Jahr schon mal besser gelaufen als in den Jahren zuvor, also auch schon was Positives, was das Rennen angeht dieses Jahr. Und 2019, der Nürburgring bemüht sich wieder um die Austragung eines Formel-1-Rennens, ist mit Liberty Media in Kontakt, aber fortgeschritten ist da noch gar nichts, also da kann man noch gar nicht sagen, ob das 2019 stattfindet. Also Stand jetzt wird es wahrscheinlich kein Deutschland-Grand Prix geben, aber man weiß ja nie, manchmal gibt es ja doch ein kleines Wunder. Ja, wie es mit dem Deutschland-Grand Prix weitergeht, ob er 2019 stattfindet oder nicht und alles weitere aus der Welt der Formel 1 findet ihr natürlich nicht nur auf unserer Website motorsportmagazin.com, sondern auch in unserer kostenlosen App. Die könnt ihr euch runterladen für Apple, für Samsung, was auch immer ihr habt. Gibt es für jede Plattform und was die App kann, das zeigen wir euch im Anschluss. Hey, aufgepasst! Hast du schon die neue Motorsport-App? Jetzt im App Store nach Motorsportmagazin suchen und App kostenlos runterladen. Alle News, alle Ergebnisse, exklusive Videos. Hol dir die kostenlose motorsportmagazin.com-App auf www.motorsport-app.com. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.